Servus zusammen und willkommen zurück hier zu den Back 9 hier Olympia Fields. Und ihr wisst es, die ersten 9 haben wir richtig gut performt. 4 unter Paar. Wir kommen jetzt zur 10 und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt hier bei uns bei EA Sports PGA Tour auf meinem Kanal. Ich bin der Bahnfarmer und freue mich, dass ihr mit dabei seid. So, lasst uns mal reinschauen. Das ist also die 10, 438 Yards, ein Paar 4. Bis jetzt hatten wir ja, ich sehe es gerade hier auf der rechten Seite, wir können auch mal von oben schauen hier ins Birdie-Buch. Wir haben hier auf der rechten Seite ja ein Wasser, aber das kommt hier eigentlich überhaupt nicht ins Spiel. Und die ersten 9 Loch, ich kann mich nicht erinnern, war da irgendwo ein Wasser? Nö, oder? Bisher war da kein Wasser. Das war ja letzte Woche hier deutlich anders bei den Playoffs, wo ja Lucas Glover gewonnen hat im Stechen gegen Patrick Cantlay. Da war jede Menge Wasser und der gute Lukas hat ja dann, ich weiß gar nicht, an der 16 oder 15 hat er dann an dem Par 3 ja auch einen gewässert. Hat aber dann ganz, ganz starken, ich glaube 15 Meter Putt gemacht, noch zum Bogey und damit sich halt dann noch ins Stechen gebracht. Okay, Freunde, also kein Wasser. Wir schauen, wo wir unseren Ball zum Liegen bringen wollen. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Das heißt, wir werden ihn hier ein kleines bisschen reindrohen, damit er dann die Spielbahn entlang rollt. Okay, es geht los. Back 9 Olympic Fields. Und ich wünsche uns wie immer ein schönes Spiel. Ja, die Kurve kommt nicht so richtig. Ja, er rollt Richtung Bunker. Aber ich denke, er wird jetzt ein bisschen nach links wegrollen. Ah, er liegt okay. Der liegt gut. Now it's in the first cut. There's always a little bit more grass around the ball that has to be factored in. So. Well, just off the fairway, here's Noda. He's got 113 yards to the front of the green, 143 to the hole. Swinging it great today. Would not surprise me if he stuck it close. So, ein Eisen 9 wird mir hier vorgeschlagen. 10 Fuß nach oben, das heißt, ja, wir müssen da schon ein bisschen... Ja, wir müssen mit einem Eisen mehr spielen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch ein bisschen Rückenwind und ich kann den nur noch länger und kürzer kann ich den nicht spielen. Wir versuchen es mal wieder mit dem Finesse Eisen 9, weil ganz so viel will ich eigentlich gar nicht. Denn das 9er wird ja noch ein bisschen ausrollen. Okay, ansonsten ist das alles schön, schön flach, obwohl er wird ein bisschen nach rechts bouncen. Er wird noch ein bisschen nach rechts bouncen. Ja, der Wind drückt ihn doch ein bisschen rüber. Okay. Ja, aber zu weit links will ich eigentlich auch nicht sein. Okay, wir versuchen es mal. Ah, okay, First Cut 94 bis 100%. Also er könnte doch ein bisschen kürzer bleiben, aber das soll eigentlich nicht viel ausmachen, weil wir haben viel, viel Grün bis zum Stock. Okay. Ja, komm, bleib liegen. Well, that ball landed really too close to the flag. These are firm greens. You've got to land that shorter. Ja, der war jetzt dann doch. Outside look here for birdie. Der war jetzt dann doch deutlich länger, als dass wir ihn eigentlich eingeplant hatten, oder? Ja, okay. Gut. Wir haben einen Berg ab 7 Inches. Ja, okay. Da müssen wir dann schon hierher. Sonst rollt er uns weg. Sonst rollt er uns weg. Es geht gleichmäßig. Das ist immer ein bisschen gefährlich, diese gleichmäßig bergab Putts. Weil dann wird er einfach nicht langsamer. Und wie gesagt, wir müssen dann immer deutlich weit oben anhalten. Es sind auch nur noch... Ja. Okay. Ja, schon noch ein bisschen kürzer will ich den spielen wollen. Jetzt komm runter, komm runter, komm runter. Ah, schade. Got it there, but not quite on target. So. Sehr gut. Disappointment there. I'll brush it in and that'll be just a par. Nein, wir sind ja nicht disappointed. Wir sind sehr zufrieden. Is a trickier hold than it might seem at first blush. From the tee, the landing area appears to be a wide one, but it does dogleg slightly to the left, which causes many players to run their tee shots through into the right side bunkers or rough. Ja, das ist jetzt mal eines der etwas kürzeren Par 4, 396, wenn ich richtig gesehen habe. 396. Jetzt müssen wir mal schauen.
weil der könnte natürlich extrem durchrennen. Oder wir müssen hier über die Kante. Das natürlich dann mit einem Draw, der uns hoffentlich diesmal nicht abhanden geht. Also mit anderen Worten, der diesmal auch wirklich kommt. Okay. Ja, der Wind kommt, der drückt den auch nicht so richtig. Jetzt wie bounced er. Ah, ja, okay, das passt. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Ja, das sehe ich jetzt hier gerade auf dem Platz. Da sind also immer so kleine Raffstreifen zwischen Fairway und Bunker. Ja, und das hilft natürlich, dass der Ball nicht immer gleich in den Bunker rennt. Wir hatten ja die Situation auf den Front Nine, wo wir genauso an der Bunkerkante lagen, weil eben das Rough den Ball aufgehalten hat und er nicht bis in den Bunker reingerollt. Also das jetzt nur hier ein bisschen am Rande. Oh ja, das Grün fällt aber extrem von rechts nach links. Ein 54er Wedge Approach heißt, da haben wir dann Spin drauf. So. Ja, 10 Inches nach oben, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Frage wird sein, ob wir den Spin wirklich drauf kriegen. Aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, mit Spin zu spielen, weil ja die Fahne hinten steckt. Okay, versuchen wir es mal so, dann haben wir einen leichten Bergab-Putt. Ja, ein bisschen wenig Rückschwung. Ja, der ist zu kurz, der ist zu kurz. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet, just gonna have to be careful with the lag putting. A birdie putt here at the 11th. Yeah, there's two things to think about with this putt, that right to left break and also the slope. It is quite quick and will demand a soft touch. So, das ist praktisch dieselbe Situation, die wir auch gerade vorhin hatten. Auch wieder 6 Inches nach unten. Gleich mehr, eher am Anfang, die ersten zwei Drittel. Danach rollt er ein bisschen aus. Das ist natürlich immer ganz okay, wenn er nach hinten dann ein bisschen ausrollt. So, diesmal, da waren wir ein bisschen zu langsam. Da ist er dann uns links am Loch vorbeigerollt. Jetzt versuchen wir es ein bisschen weiter oben. Ja. Okay. Ja, der ist auch wieder. Nee, nee, der ist zu langsam. Das war jetzt kein so guter Putt. Aber jetzt müsste es eigentlich ein relativ gerader Bergauf-Putt sein. Yep. Okay, ein bisschen mehr Speed, rechte Lochkante. Und dann müsste der ja noch ein bisschen rüber breaken. And he gets that to drop. Back-to-back pars here on 10 and 11 to begin his backside. Now to the 12th, the 389 yards of par 4. This is not a hole for the Bombers as Butterfield Creek bisects the fairway. It's also not one to be wayward on off the tee, as the tree canopies and trunks often force punch-outs and layups when shots stray from the fairway. So, bevor wir zum nächsten Abschlag kommen, ganz kurz einen Gruß hier an den Matthias, denn der hat ja hier auch was in die Kommentare geschrieben, das ich ganz, ganz interessant fand, denn er hat ja festgestellt, dass es wohl ab 50, Skill 50, keine weiteren XP-Punkte und wohl auch keine weiteren Skill-Punkte gibt. Ich weiß nicht, also wenn jemand von euch auch schon mal so weit ist, wie ist denn da eure Erfahrung? Denn wenn es natürlich auch keine weiteren Skillpunkte gibt, dann kann man natürlich alle Balken überhaupt nicht, ich sag mal, voll bekommen, um seinen Spieler natürlich entsprechend zu pimpen. Was aber, ich muss auch ehrlich sagen, wenn man darüber nachdenkt, auch nicht ganz verkehrt ist. Denn ihr wisst ja, man kann ja die Skillpunkte auch entsprechend dann neu verteilen, muss dann dazu führen, ein bisschen in die Tasche greifen, um die Skillpunkte sozusagen wieder zurückzukaufen. Aber wenn man eben jetzt seinen Spieler mehr, ja, ich sag mal, in Putt oder Accuracy halt in oder Annäherung eben gepimpt hat und will den jetzt ein bisschen umstellen, zum Beispiel mit mehr Power. Und gerade bei Power braucht man ja sehr, sehr viele Skillpunkte, wenn man nach hinten raus will, dann stellt sich natürlich schon für mich die Frage, beziehungsweise
Ja, wie gesagt, also im Prinzip ist es gar nicht so unschlau, weil man dann eben sagt, okay, ihr habt nicht die Möglichkeit, alle Balken voll zu machen, ihr müsst eure Skillpunkte wirklich entsprechend einsetzen. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht bei Level 50, aber mich würde es mal interessieren, ob ihr dieselbe Erfahrung gemacht habt wie der Matthias. Ansonsten recht schönen Dank, Matthias, für deinen Kommentar. Er hat auch eben dann geschrieben, dass es eben bei ihm keine weiteren Skillpunkte mehr gibt. Naja, okay, dafür gibt es ja jetzt anscheinend diese Pro-Pass-Geschichte, die ja mit dem Update 6.0 reingekommen ist. Und da habe ich jetzt auch schon die ersten Gummipunkte mir da erarbeitet. Ich muss dann auch mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Das werden wir dann in einer der nächsten Folgen dann auf jeden Fall beleuchten, diese Geschichte mit dem Pro-Pass. So, wir sind an der 12, ein paar 4 mit 382. Das ist so ähnlich wie gerade eben. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, schauen wir mal ins Birdie-Buch, weil da haben wir bei 285, da endet das Fairway und dann kommt ein Graben. Das werden wir jetzt mal ganz dezent, ich sage mal, aus dem Spiel nehmen. Ups, er hat mir sowieso schon das Holz 3 empfohlen. Der bietet mir auch gar nicht den Driver an. Da würde der nämlich vermutlich zu lang werden. Okay, wir schauen nochmal, weil den müssen wir definitiv faden. Den müssen wir faden. Okay. Die Kurve ist gut. Die Kurve ist gut und ich denke, der wird jetzt nicht allzu weit rollen. Ja, das passt. Genau in die Landezone. Sehr schön. Ja, da kann man schon mal ein Fäustchen machen, ne? From the fairway, Iona, this is second. 128. 28 yards left to the flag today. Pin on the right hand side, so really looking for a fade in here if he can. Ja, okay, da werden wir jetzt nicht mit allzu viel Spin arbeiten, so wie es aussieht. Wir haben Gegenwind, es ist etwas höher. Oh ja, es kommt ein bisschen, man sieht es, es kommt auch ein bisschen zur Fahne zurück. Da würde der Spin sogar noch ein bisschen mehr einsetzen. Ansonsten bouncen wird er wohl nicht groß. Jetzt ist die Frage. Ja, ja, wir bleiben ein bisschen mehr links, weil im Moment so die Richtung hält er eigentlich nicht immer. Jetzt überlege ich gerade. Ja, schauen wir mal, ob wir auf das Wedge hier ein bisschen Spin kriegen. Ja, bleibt links. So, zack. Ja, ja. Okay. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, you really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. So. It's the same procedure as every year. Berg hoch. Wir sind schnell. Das heißt, der nimmt den Break nicht so sehr an. Jetzt überlege ich nur gerade, sind wir vorhin drunter durchgelaufen? Ich weiß es nicht. Ja, komm runter. Yes, very impressive right there. That goes down for a birdie. The 13th is a 168-yard par 3. It is the number 18 handicap, but that doesn't mean it's not without its share of peril. Bunkers protect the green short and right, while thick trees and bushes cause big problems for anything pulled offline to the left. So, also das ist hier vermeintlich das leichteste Loch. Vermeintlich. Aber man sieht sie auf jeden Fall. Die Bunker hier sind nicht zu unterschätzen. Das Ganze geht natürlich auch einen Berg hoch. Das heißt, wir brauchen ein Eisen mehr. Das 9er wird uns eigentlich nicht reichen. Wir müssen mit Sicherheit mit dem 8er spielen. So, der Wind kommt von rechts. Ist ja relativ zu... Ah, da hinten muss man auch aufpassen, ne? Also, dass er hier nicht wegkickt. So. 10 Fuß, Eisen 8. Ja, wenn der hier aufkommt, springt er eher nach rechts, also nicht rüber zur Fahne. Okay, aber ich will ihn auch nicht zu weit links, weil dann ist er ruckzuck hier, rennt er uns den Hang runter.
So ein kleines bisschen höher. Ja, er bleibt in der Richtung. Okay, zack. Ja, man hat's gesehen, er ist gleich nach rechts rüber gesprungen. Okay, that one passed the hole just a bit, but a birdie try upcoming. Now this for another birdie. For being such a long way out, it's pretty straightforward. You've just got to make sure you get it there. So, ein kleines bisschen geht's hoch und die Breaks sind eigentlich relativ. Am Anfang ist er schnell. Das heißt, da haben wir nicht so viel Break hier, was nach links geht. Okay, das heißt, wir müssen aber trotzdem etwas rechts anhalten. Da vorne kippt er dann wieder ein bisschen links rüber. Aber eigentlich nicht viel. So, versuchen wir es mal so. Ja, nee, das wird nischt. Das wird nischt. Just gonna sneak on by. Aber ihr wisst ja, es gibt nichts Entspannteres als ein schönes Tap-In. That's so nearly a birdie, but par is all he'll have to show for it. The 14th is a difficult one, a par 4 at 450 yards. A tee shot from an elevated tee leads to a fairway in a valley 30 feet below. Any miss left brings trees into play. Any miss right could be worse, with Butterfield Creek snaking its way down the right side before crossing the fairway further up. Ja, dann wollen wir mal schauen, dass wir keine Bekanntschaft machen mit dem Butterfield Creek. So, also der Abschlag und die Fläche hier ist ja eigentlich groß genug. Ob wir da jetzt wirklich mit dem, doch 460 Yards. Ich schaue jetzt gerade mal. Okay. 275, dann sind es da vorne, sind es auf jeden Fall nochmal 150 bis zum Stock. Okay. Und es geht ein bisschen berghoch. Also wir sollten da schon mit dem Driver reingehen. Und er sagt uns natürlich, dass es sinnvoll ist, obwohl jetzt die Pin-Position ja links ist im Grün, dass es da nicht so dramatisch ist. Aber man sieht es natürlich, wenn die Pin-Position auf der rechten Seite ist, dann kommen ja die ganzen Bäume ins Spiel. Also sollte man schauen, dass man hier auf die linke Seite ins Fairway kommt. Und da würde uns ja jetzt der Wind ein bisschen helfen. Also, dann machen wir ja überhaupt nicht groß mit der Kurve rum. Weil er sowieso ein bisschen nach links geht. Oh. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. Jo, 151 Yards noch bis zum Stock. Second shot. Good look at the green. Ja, es geht wieder berghoch. Das heißt, eigentlich sollten wir wieder mit einem Eisen mehr arbeiten. Aber dann dafür kurz. Wir haben etwas Rückenwind. Und er sollte schnell zum Liegen kommen, hier in dem Fall. Weil sonst rennt er uns dann doch runter. Man sieht es hier links, die Kante geht alles nach links runter. Dann bleiben wir lieber ein bisschen mehr rechts. Ja, ja, der Wind drückt ihn uns nämlich doch ein bisschen runter. So. Oh ja, der ist zu lang. Der ist deutlich zu lang. Oh, 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 oh. Ich wollte noch vorrufen. That one is really long, Frankie. Miscalculated there. Well, there has to be something. I mean, from where he was, that's just an aberration. Seriously, that little green patch down the end there with a flag in it, that's where you meant to go. Not like sailing over yonder. Ja, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen überrascht, warum der jetzt tatsächlich so weit geflogen ist, eigentlich weiter geflogen ist, als was wir gezielt hatten, oder? Ja, okay. Gut, nichtsdestoweniger, das haben wir völlig falsch eingeschätzt. Er will den pitchen. 12. Wir müssen da hochkommen, das ist das Problem. Und dann rollt er uns runter nach rechts. So, das andere Thema ist, wir werden den hochspielen. Und haben halt hier das Rough, okay. Ah ja. And that will be quite a challenge from there to get away with his par. If he can make this, I'll just take it and run to the next hole.
So, da müssen wir erst wieder hochkommen. 8 Inches. Und das Ganze von rechts nach links. Eigentlich gar nicht mal so viel. Aber es ist halt kontinuierlich. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir auch wirklich hochkommen. Ja, das ist zu viel. Schade, 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 schade. Die Länge war gut. Die Länge war gut. Schade, dass wir uns jetzt hier dann doch noch das Bogie eingefangen haben. Aufgrund dieser schlechten, schlechten Annäherung. Also die hat Dame uns bös verschätzt. There are only two par fives on this North Course. The first and this one, the 15th. You know they're tough when this is the shorter of the two. And it still goes 606 yards. It's a gentle dogleg to the right. But players who hug the right side off the tee could very easily be blocked out or worse. Ja, auch hier auf diesem Par 5 ist jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, den Ball, den Drive ordentlich aufs Fairway zu bringen. Oh ja, und das sind die Bäume, da hat man nicht viel Spielraum. Und ja, okay, aber da können wir dann rüberspielen. Ja, ja, das Thema ist halt, es ist wenig Platz für einen Fade. Aber wollen wir überhaupt einen Fade spielen? Nee. Nee, 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 nee. So, wir gehen noch ein bisschen nach links. Und so machen wir das. Ja, startet mir zu weit links. Aber der wird doch nicht in den Bunker rollen. And no issues there. Good tee shot in the short grass. Danke sehr, danke sehr. So ist natürlich jetzt auch wieder ein paar 5, wo man mit Sicherheit nicht mit dem zweiten. Still well over 300 yards to the flag, so getting this to a good number, the key here for his second. Yep, genau. Das Ganze fällt ein bisschen nach rechts runter. Das heißt, wenn wir den hier so reinspielen und dann noch ein bisschen faden, dann müssten wir noch ein bisschen Roll reinkriegen in das Ganze. Ja. Okay. Well, just a good solid shot right there with that 3-wood, Frank. That's an aggressive layup, really, trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. So, Finesse, das Ganze. Oh ja, dann wird er nach rechts runterspringen. Das sieht man, dass da auch auf der rechten Seite so ein bisschen ein Plateau ist. Tatsächlich meint er, dass er dann nach rechts geht. Okay. Interessant, dass er jetzt hier einen Backspin in hat. Interessant, interessant. Okay, not particularly close, but a chance for the putter to do its thing. A look at birdie here at 15. Now it would be tempting to leave this one short. You can worry so much about the break that you forget to hit it. Demands a firm stroke. Ja, da geht's schon ordentlich nach oben, so wie das aussieht. 8 Inches, das ist schon ordentlich. Und das Ganze zieht natürlich wieder rüber. Und zwar stark. Das ist jetzt schon ein ordentliches Break, der ist gut unterwegs dann. Ja, ja, wenn er langsam wird, dann fällt er hier richtig links, rechts runter. Da unten durch. Ja, aber was mir ganz gut gefällt, ist, dass wir so die Distanzen, die Längen haben wir jetzt. Wir geben ihm die Chance, aber er ist auch nicht zu weit hinten dran. Also insofern, das gefällt mir ganz gut. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier ist wieder so die gefährliche Sache, dass er vom Schlägerkopf direkt nach links wegrennt. Ja. Disappointment there. I'll brush it in and that'll be just a par.
The final three-hole stretch begins here at the par 3 16th. It's a long one at 215 yards. Butterfield Creek again makes an appearance short and right of the hole. But of greater concern, those bunkers short, right, and left. Going long leads to issues as well, and balls can wind up well below the putting surface. So, 221 Yards hat dieses Par 3, aber es geht hier ordentlich bergrunter, also darf man das nicht unterschätzen. So, je länger ich jetzt hier den Platz spiele, muss ich sagen, desto weniger, ja, kann ich mich daran erinnern. So, Knockdown nicht, Drive, Finesse, wir brauchen ein Eisen. Es geht 34 Yards runter, der müsste eigentlich deutlich nach hinten fliegen, wenn wir ein Eisen 5 spielen. Und der müsste durch den Wind eigentlich dann hinten reinfliegen. So, wir haben da unten natürlich wieder den Creek. Er ist schon stark hier. Was sind das? Wie viel Abschläge sind das? Eins, ja, wir können eigentlich auch hier gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abschläge. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt schauen wir doch mal. Finesse heißt, dass wir wenig Spin haben. Wir müssen den Ball einfach aufs Grün bringen. Der müsste doch reichen. 36 Fuß bergab. Das heißt, der fliegt deutlich länger. Okay. So, bleib liegen. Ja, damit können wir zufrieden sein. Safely on the putting surface. So, dann schauen wir mal, was er uns anbietet. Wenig Break, so wie das aussieht. Und es geht bergab. Okay, wenig Break und bergab. Also haben wir den eigentlich relativ gut gelegt für eine Birdie-Chance. Aber das ist definitiv mehr als nur rechte Lochkante. Das ist definitiv mehr. Ja, am Anfang noch nicht und dann zieht er hier rüber und vorne ist es dann wieder etwas langsamer. Aber wir müssen den langsam spielen, also ein bisschen mehr. Yeah, the good play continues. Now to 500 on the day. On to the 17th. Now it's a par 4 at 455 yards. The creek we saw at 16 continues up the right side of this fairway, though the lone bunker left is a more frequent obstacle. An uphill approach needs to be precise as four bunkers await just off the putting surface. So, ich möchte noch ein bisschen was dazu sagen hier zu den Grüns, beziehungsweise wenn wir dann vorne sind, lassen wir mal schauen. Ja, da sehen wir es leider nicht. Aber nichtsdestoweniger haben wir schon festgestellt, dass also hier dieser Butterfly Creek hier durch den Platz geht und dass er dann ab und zu ins Spiel kommt. Aber ich will es mal so formulieren, es ist keine gefährliche Sache. Man hat die Sache eigentlich relativ gut im Griff. Hier links sieht man noch diesen kleinen Teich. Ich glaube, das ist die größte Wasserfläche hier auf diesem gesamten Kurs. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier spielen bei 445 Yards. Da müssen wir schon wieder ordentlich draufhauen. Das Fairway fällt von links nach rechts ab. Das heißt, wenn wir den mit dem Draw reinspielen, dann können wir so ein bisschen so einen Steilkurveneffekt vielleicht reinkriegen. Das heißt, wir müssen also auch das Risiko eingehen. Eventuell, ja, der muss dann Richtung Bunker laufen, aber nicht viel. So. Aber er darf auch jetzt die Kurve nicht nehmen, wenn ihr wisst, was ich meine. Er nimmt die Kurve, das ist gut. So, und jetzt wird er natürlich ein bisschen nach rechts springen und rollt dann schön vor. Jo, damit kann man zufrieden sein. Also, die Drives waren hervorragend. 142 Yards left to the hole. Would not surprise me a bit if you were to stick this one close. So, also vorhin hat mich das ein bisschen enttäuscht. Eisen 9 hinter den Stock. Der Wind hilft uns. Ja, okay. Eisen 9 Mitte grün. Wir werden den auch richtig schön hoch anspielen. Yep. Okay.
Okay, 8 Fuß. Schön hoch anspielen. Ja, wieder ein bisschen viel. Aber der fällt doch jetzt hoffentlich hinterm Stock runter. Okay. It's safely on the green. Green in regulation, but a little away from the band. Yeah, little away. He ran a long one a moment ago. This equally long for another birdie. Okay, es geht ein bisschen berghoch. Wir haben wenig Break, aber er ist da. Er ist da. Von rechts nach links. Wir müssen ein bisschen berghoch spielen. Und da versuchen wir wieder mal, uns vor dem imaginären Auge die Puttlinie vorzustellen. Wie muss er rollen? Wie wird er rollen? Wie fließt das Wasser? Got it there, but not quite on target. Ja, 10,8 cm sind nicht immer zu treffen. So, das ist jetzt nochmal ein kleiner Wadenbeißer. Bisschen Level, okay. Bisschen linke Lochkante, okay. Weil da haben wir auf jeden Fall einen Break, dass ich bemerkbar machen wird. Nothing seems to phase this guy. He's been rock solid all round long, and he comes away with a par. So, das war die vorletzte Bahn, die 17. It's a par 4 at a challenging 510 yards. This hole bends right to left, but those looking to gain an advantage can be blocked by trees on the left side of the driving area. The lone pond on the course seldom comes into play, but the tilt of the green towards the front left makes for some difficult final putts. So, jetzt wollte ich eigentlich noch was sagen zu dem Grün vorhin. Die habe ich dann wieder total verpennt, weil hier wird es nicht der Fall sein. Das vorige Grün, man sieht es hier links unten noch, das ist die 17. Das ist natürlich auch eine gefährliche Geschichte, wenn die Grüns immer so halb im Schatten sind. A, wegen der Optik, weil mit Schatten, da sehen einfach die Breaks anders aus. Aber B, natürlich auch, das Gras wächst ja völlig unterschiedlich dann. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Also innerhalb von 5, 6, 7 Stunden, die ja hier auf diesem Platz gespielt werden. Die ersten Flights gehen ja morgens schon um 7 Uhr oder waren raus und die letzten kommen ja dann um 18 Uhr rein und in der Zeit bewegt sich natürlich auch das Gras mit der Sonne und wächst ja natürlich auch und wenn es dann im Schatten liegt, dann wächst es natürlich langsamer als der Bereich, der in der Sonne liegt. Also das hört sich immer alles so ein bisschen, das kann doch alles gar keine Rolle spielen. Nee, ist es nicht, denn wenn sich auch das Gras aufrichtet, weil es wird ja, die Grüns werden ja dann gebügelt, so sagen wir, da wird das Gras richtig flach gemacht und wenn natürlich die Sonne drauf und es wächst, dann gehen die Halme nach oben und wenn die Halme nach oben gehen, wird natürlich das Grün langsamer und das ist natürlich immer eine ganz gefährliche Sache vom Einschätzen her, von der Geschwindigkeit und bei so einem Putt bergab, da macht das natürlich dann schon ein bisschen was aus. So, das Grün der 18 liegt voll in der Sonne und hier haben wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen Wasser. Das ist dieser Teich, den wir vorhin schon angesprochen haben. Ich weiß gar nicht, wo der da am Anfang war, welche Bahn das war. Ich glaube, das war sogar schon auf den Front 9. Und jetzt haben wir dann doch ein bisschen Wasser, das ins Spiel kommt. Ein paar 4 mit 510 Yards, aber eigentlich müssten wir den Ball vor dem Wasser ablegen und dann übers Wasser drüber spielen. Dürfte eigentlich überhaupt nicht ins Spiel kommen. Okay, das dazu wieder mal. Ein kleines bisschen abgeschweift. So, jetzt schauen wir mal, wie wir den hier reinbringen. Ja, nee, also da kommen wir ja überhaupt nicht hin. So, einen kleinen Draw, einen kleinen leichten Draw um die Bäume rum. Ja, er nimmt den nicht so richtig an, aber da passiert auch nichts. Yep. Boy, the rhythm is definitely there today. Another wonderful tee shot. So eine kleine Fontäne hat es da auch anscheinend in dem Teich. Da auf der rechten Seite kann man sehen. So, okay. Eisen 5, 204 Yards. Ja, das ist nochmal eine stramme Geschichte. Das ist nochmal eine sehr stramme Geschichte. Mitte grün. Mitte grün.
Es geht ein bisschen nach oben und der Wind kommt uns entgegen. Also müsste das Fünfer auf jeden Fall etwas kürzer bleiben. Okay. Wir versuchen, den kleines bisschen reinzufaden. Und etwas höher anzuspielen. Ja, mit etwas Glück kommt er in der False Front auf. Ja, okay. Gut. Well, not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular. Ja, der hätte natürlich viel weiter rechts landen sollen und dann so ein bisschen nach rechts zum Stock hinlaufen. Okay, nichtsdestoweniger haben wir einen Bergauf-Putt, 6 Inches. Da werden wir uns wieder 2 Kästchen hier krallen. Noch ein bisschen mehr. Und dann haben wir natürlich das Thema, ihr seht es. Also wenn der am Loch vorbeiläuft, dann läuft der durch und bewegt sich. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein ganz übler Putt. Okay, da müssen wir von sehr weit oben, weil der wird natürlich dann hier den Hang runterrollen zum Loch. Oh ja, da habe ich mir keinen Gefallen getan. Das wird spannend. Ja, aber dann rollt der senkrecht runter. Okay, wir gehen noch ein bisschen mehr und geben ihm ein bisschen mehr mit. So, wird er langsamer? Okay. Okay, I'd call that an acceptable effort from that range. Da würde ich doch fast sagen, da bin ich im Moment noch sehr zufrieden. Wenn wir den jetzt auch noch hier reinbekommen. Jo! And that will finish off a round of 65. Very good. So that was a good day on the course, Frank. Anytime you can look down at the card and count up 6 birdies, you know you're doing something right. Especially on this golf course. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Diona Steven, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. So, Freunde, das war also unsere kleine Einspielrunde. The North Course of Olympia Fields Country Club Illinois bei Chicago. Ein Platz, der, ihr seht es, 1915 anscheinend gegründet wurde, also dann auch schon über 100 Jahre existiert. Hier findet jetzt am kommenden Wochenende die zweiten Playoffs im FedEx Cup statt. Und dann danach geht es nach Atlanta zum Finale, wo dann, glaube ich, nur noch etwas mehr als 30 Spieler dann wirklich antreten. Also das heißt, jetzt am kommenden Wochenende muss man sich in Position bringen und natürlich auch erstmal qualifizieren, denn es werden natürlich noch mal einige Spieler ausscheiden. Okay, Freunde, die Einspielrunde haben wir gespielt mit minus 5. Ich bin sehr zufrieden. Das Bogey hier ist natürlich ein kleiner Wermutstropfen, aber das passiert eben, das gehört dazu. Da haben wir uns halt wirklich ein bisschen vertan mit der Annäherung. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir drücken jetzt auf End Round und dann schauen wir mal, was wir hier jetzt an Gummipunkten bekommen, weil es gibt ja jetzt eigentlich auch hier, gibt es die? Okay, Next Level 43, da haben wir noch 28.000 Punkte dorthin zu gehen. So, jetzt bin ich am Überlegen, hätte es nicht auch hier irgendwelche, ja, lasst uns mal schauen. So, lasst uns mal schauen. Für den Pro-Pass. Nee, da haben wir keine Tokens dazu bekommen. Aber nun gut, ihr seht es, 170 Token to Unlock Note Nummer 5. Und was das hier damit auf sich hat, das werden wir mal in einem der nächsten Videos noch beleuchten. Ich würde mich schon mal freuen, wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt und mir vielleicht schon mal das eine oder andere in die Kommentare reinschreibt, was interessant oder wichtig ist. Ich habe so, Freunde, und da will ich mal ganz kurz noch dazu erzählen, was mir hier bei dem 6-0 ganz gut gefallen hat. Das ist jetzt natürlich auf jeden Fall der Kurs.
Kurs hier der Olympia Fields, aber auch die Tatsache, dass man jetzt im Online-Modus Matchplay spielen kann. Das habe ich getan, zweimal, und da machen wir ein schönes Video dann die Tage, weil das möchte ich euch nochmal zeigen. Das macht, finde ich, richtig Laune, weil Matchplay ist natürlich richtig stark, wenn man gegen einen Gegner spielt. Und hier hat ja EA angekündigt, dass ihr auch dann weitere Spielarten, wie zum Beispiel ein Foursome oder ähnliches, dann auch noch anbieten wollen. Das wird dann richtig cool, wenn man zu viert spielt. Bestball oder ähnliches. Also das wäre natürlich schon eine schöne, schöne Sache. Und die Matchplays habe ich gespielt, aber ich schränke gleich mal ein, und deswegen werden wir das auch die nächsten Tage beleuchten. Ich schränke schon mal ein, dass es dann am Ende dann doch, ich sage mal, technische Probleme gab. Ich habe dann meine Tokens zwar bekommen und die Matchplays auch gewonnen entsprechend, aber das erste Matchplay war ein bisschen merkwürdig. Das hätte eigentlich ein geteilt sein müssen. Interessanterweise wurde es dann doch für mich gewertet. Spannend, interessant. Wir werden uns das Ganze mal anschauen. Matchplay im Online mit Sicherheit in einem der nächsten Videos. Ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich bei euch für das Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und wenn euch das Ganze, wie gesagt, gefallen hat und ihr auch zukünftig keine Matches hier bei mir auf dem Kanal verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Ich darf mich jedenfalls recht herzlich bei euch bedanken. Freue mich schon auf eure Kommentare zu dem einen oder anderen Thema. Und das werden wir dann, wie gesagt, die nächsten Videos dann uns dann mal anschauen und dann in Medias Res gehen, was eben hier zum Beispiel der 6.0 Patch angeht. Ich sage danke, tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal bei mir auf dem Kanal, euer Baden Farmer.